Ja, willkommen zurück zu Disgaea 2. Wir sind immer noch in der Item-Welt, wo wir uns das erste Urteil abgeholt haben. Und wir gucken mal, ob wir es bis 10 schaffen können. Versuchen möchte ich es auf jeden Fall gerade. Sieht ja auch gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Das Ding hier wäre doch viel cooler beim roten Feld. Warte mal, Evade ist aber nicht hundertprozentiger Evade, oder? Naja, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Könnte sein, leider. Könnte leider sein. Ich schmeiß das mal ganz runter. Jetzt habe ich nur noch mehr Felder mit dem No-Close-Combat-Kram belegt, ne? Ob das so gut war, weiß ich nicht. Slime Juice. Wir sehen auch schon neue Versionen der Killer-Puppets. Oder der Marionetten halt. Natürlich haben Monster genauso wie die humanen Charaktere noch verschiedene Ausführungen, die nach oben wird immer stärker meistens sind. Level up. Hier haben wir doch so. Okay, Moment. Dann schicken wir Hikima zu seinen Genossen, ne? Jetzt kann er gleich angreifen, ne? Aber er kann noch Specials benutzen, nur keine normalen Angriffen. Okay, das ist ja in Ordnung. Ist ja halb so wild dann. Nee, kann er nicht. Oh, okay. So viel dazu. Aber er kann ja hier angreifen. Gut ist das gelbe Ding, das so drauf ist. Dreifacher gegnerischer Boost. Das Problem an dem Ding ist, dass ich glaube, das sind Dinge, die sich bewegen, weil er hat sich gerade auch, als hier, also den hochgehoben haben wir gesehen, dass er unter so ein weißes Vieh gesteckt hat. Das heißt, die könnten da raus drauflaufen auf die Felder. Wenn die das tun, ne, dann kriege ich Probleme. Und zwar ernsthafte Probleme. Was doof ist, ich komme an den Boost-Tank einfach nicht ran gerade. Und hier kann ich nicht angreifen wegen dem No-Close-Combat-Scheiß. Damn it. Naja. Machst du nix? Es könnte böse werden. Ich hoffe, es wird nicht so böse. Es gibt nichts Schlimmeres, als in diesem Item-Welt zu sein, wo 1000 Felder sind, mit verschiedenen Effekten, und dann können Dinger noch laufen. Das ist einfach nur Chaos. Absoluter Chaos. Der gelbe stehen geblieben, Gott sei Dank, nur der grüne hat sich bewegt. Ja, ja. Ich habe unsere Marionette-Hiki schon ziemlich tanky gemacht. So. Es wäre gut, das nächste noch zu erreichen. Dann müssten wir von den blauen Feldern auf jeden Fall mal runter. Du bist vergiftet, das ist sehr ärgerlich, ehrlich gesagt. Ich kann dich nämlich gerade auch nicht heilen. Nee, da muss sie weg. Ich muss sie rüberschicken, sie muss das Gift heilen. Ich darf nicht aufs Feld laufen. Mist, ärgerlich. Was mache ich mit dir? Den kriegst du auch nicht gekillt. Das ist doof gerade. Dann lass doch den blauen Feld lieber sein.
Ich muss mich ums Gift kümmern, das ist gerade wichtiger. Das ist auch so tödlich. Ich bin nicht genau sicher, was Disperse Damage überhaupt ist. Ich lasse mal lieber davon weg. So, viel mehr kann ich nicht machen. Ich sollte unbedingt das Ding jetzt zerstören. Ja, genau. Gib mal bitte das Ding. Gut. Problem gelöst. Müssen wir ihn noch wegmachen, den Zombie? Es fehlt nur noch der Big Boy da hinten. Boah, es wird sich jetzt immer richtig lohnen, die blauen Felder anzugreifen. Krieg ich alle runter. Du bist runter, du bist runter. Du kannst besser hochgehen. Du bist jetzt auch runter, ne? Er kann jetzt hier oben noch heilen. Die ist auch unten, also nicht auf dem Feld drauf. Er kann auf dem Feld drauf bleiben, weil er keinen Feldschaden nimmt, was gut ist wieder mal. So, wenn ich jetzt sie das Feld davon zerstören lasse, dann gibt es noch ein paar gute Punkte für die Bonusleiste. Jo. Das heißt, einen ordentlichen Schwung Erfahrung. Das freut mich doch. Nehme ich mit. Stage 6. Enemy Level Up. Das ist auch mies. Richtig mies. Ich werde einfach durchpushen hier. Wo ist der Ausgang? Durchpushen wird schwer. Der Ausgang ist richtig weit weg. Ich muss halt dieses Enemy Level Up zerstören. Deswegen gehe ich da direkt hinterher. Da habe ich keinen Bock drauf. Dass die Gegner hier fröhlich hochleveln, das muss nicht sein. Er hat überlebt, wie ärgerlich. Nu aber. Bei dem Poison Blast ein bisschen trainieren, ich nutze nur selten.
Er könnte eben heilen. Ich glaube, Miri hat einiges an Damage gefressen worden. Was gibt's hier? Ein bisschen Erfahrung, sehr gut. Dann machen wir den Kampf komplett hier. Oh Gott, was hat er jetzt ausgelöst auf gelben Feldern? Hier steht nämlich drauf. Au. Okay, was haben die gelben Felder jetzt? Ach, Attacke plus 50%. Ja, ganz ehrlich, da haben wir nichts gegen, ne? Da bin ich ganz nett. Down. Nice, nice. Gib mal der Heilerin eben einen Lift. Bisschen gefährlich die Ecke da hinten noch. Ganz ehrlich sagen. Ist die Motte vielleicht eben killen? Nice. Dumm ist dieses blöde Feld mit dem Attack plus 50%, könnte ich natürlich auch woanders hingehen, ne? Die war ja mobil, haben wir gesehen. Naja, mal gucken. Hm, es ist auch blau. Autsch. Na gut, ist ja alles gut gegangen. Halb so wild. Perfekt hier für den Blade Rush. Triple Strike. Sieht extra Attack, kann sie gerne mal nutzen. Eine Truhe verloren. Mensch. Noch ein bisschen mehr Geld. Und Level Up. Schön. So, letzter Feind. Den alten Mann nochmal werfen hier. Wir können uns den Kill da abholen. Die Erfahrung verdienen. Er hat schon gut mitgelevelt. Mittlerweile können wir schon problemlos mitnehmen, ne? Muss die Mana geht mittlerweile leer. Zwischen Sachen, Item-Welten. Die wird natürlich nicht zwischendurch geheilt, sondern hat halt wirklich immer noch keine Mana mehr. So, Stage 7. Könnten wir schnell raus? Das Tor ist offen. Das ist schon gar nicht so schlecht, also dass keiner dazwischen steht. Ting kann sehr viel laufen. Das ist gut an Ting, ne? Weil er so weit laufen kann, kann man auch schnell Ausgänge erreichen mit ihm. So, Ting könnte jetzt hier jetzt rauslaufen. Vielleicht machen wir noch irgendwie einen Kill oder so, warum nicht? Ja,
Er hat schon keine Mana mehr. Der Mann ist leer. Er ist gerade Attack plus 1, das wird zweimal angreifen. Lassen wir es dabei, gehen wir durch jetzt. To the next stage. Stage 8. Auch sehr nah dran das Feld. Da dürfte eigentlich einer der zusammen mit Tink reichen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ihn zu hoch werfe. Dann kommt er da nicht mehr hin, weil er nicht runterspringen kann. Ich kenne seine Sprunghohe-Fähigkeit nicht. Aber gucken mal. Ich kann ihn nur bis hier schmeißen. Ich komme mal drauf, okay, gut. Stage 9. Wie sieht's hier aus? Okay, hier ist es ein bisschen schwieriger. Da stehen ein paar Feinde zwischen. Invincibility ist halt super scheiße, weil dann kann man auch keine von den Blöcken zerstören. Wie machen wir das denn am besten? Die muss auf jeden Fall schon mal weg. Irgendwo hin, wo sie nichts machen kann. So, dann könnten wir... Ah, ich bin mir unsicher. Ja, ist immer noch Invincibility draußen. Es gibt. Ah, das war gar nicht Invincibility, Torf. Ja. Typischer Fehler von mir. Nicht richtig zu gucken, was ist. Ne? Ja. Das war doof. Ist hier alles Chaos jetzt? Ich habe gerade was falsch geguckt, also. Hau das Ding weg. Hau einfach irgendwas weg. Ist trotzdem gar nicht so schlecht. Hier gibt es auch Experience, das ist gut. Ist momentan irgendjemand auf dem Invincibility-Feld hier? Nein. Aber wir könnten auch eins draufgehen, was nicht schlecht ist. Ja, er ist auch auf einem Feld, scheiße. Also Lila momentan und Unverwundbarkeit. Da müssen wir ein bisschen denken. Wo sind die Invincibilities? Ist das Ding da hinten, das rote? Ja, natürlich. Da kämen wir kaum hin. Dauert Ewigkeiten. Ja, die finden es beide für gute Rose Thorns. Ich mach's auch, um die Fähigkeit zu trainieren, aber der eine wird eh keinen Schaden nehmen, ne? Leider.
Er kann zumindest denken, glaube ich. Wir machen die ganze Stage, komm, hol uns den Bonus. Yay. Ein Doppel-Counter. Das Dumme steht immer noch auf dem Feld, ne? Das ist nicht so schlimm, tatsächlich. Wenn man vielleicht annehmen möchte. Wir können nämlich nicht nur unsere eigenen Leute heben und werfen, wir können auch Gegner heben und werfen. Und so können wir ihn auch von den problematischen Feldern einfach mal runternehmen. Und irgendwo dahin werfen, wo wir ihn besiegen können. Macht natürlich Sinn, ne? So, alle hier sind besiegt, wir haben auch alle rausgeholt, okay. Das ist nur noch der Typ hier vorne, richtig? Ja. Counter, Counter vielleicht, wenn Kill. Ja. Schön. Das war noch ein bisschen Erfahrung. Ein Belt-Accessoire ist auch nicht schlecht. Und da haben wir die erste Szener-Stage. Da oben ist ein bisschen so der Boy, Boss-Boy. Der Item General. Wir können einfach durchlaufen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch aufhören, ehrlich gesagt. Der Item General ist auch verdammt stark mit Level 14, mit seiner fetten Hellerbade da. Wir versuchen es einfach mal. Wir haben noch einigermaßen Ressourcen. Ich würde es gerne versuchen, mit einem Kampf zu gewinnen. Arbeiten wir uns mal Stück für Stück hier vor. Ihn müsste ich mal heilen. Ihn auch. Das heißt, kann Hope beide heilen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich muss mehr planen können, ich weiß. Aber ich will mich die Heilung jetzt gerade bevorzugen. Mich dann ruhig und kümmern. Er soll mir down sein, ne? Ja. So, Hope, du musst bitte einmal die beiden heilen. Sehr gut. Ich glaube, Deathblow heißt, man one-shotet alle Gegner, ne? Boah, das heißt, der Gegner, der hier oben steht, ist richtig gefährlich. Weil der hat nämlich Ranged Combat und der könnte Deathblowen. Boah, Deathblow ist halt richtig doof. Aber das Blaue ist Deathblow. Das heißt, zerstört Deathblow jetzt einfach. Das ist besser. Viel besser. Kein Risiko mit Deathblow. So. Deathblow ist vorbei. Auch kein Mana mehr. Die hole ich die Leute ohne Mana, also Lara und Doomjolt, hole ich dann nachher mal raus. Wenn es kein Problem mehr ist. Momentan ist es einfach zu gefährlich. Aber bring ja eh nicht viel ohne Mana. So. Tinky Tinky. Was machen wir mit dir?
Ah, ich weiß am besten, du verwandelst dich neben dem Mädel, ne? Haben wir noch ein Mädel, was nicht draußen ist? Ja, Lara ist noch nicht draußen. Geh mal dahin, ist okay. Tink, geh mal vor sie und mach deine Veränderung. Ich befürchte ein bisschen, haben die schon ihre komischen, ich weiß nicht, Attacken, die haben. Also die Zombies, die können sogar heilen, wow, das ist speziell. Das können sie von Natur auch nicht können. Aber immer haben die Zombies so eine Reihenattacke, die ziemlich böse ist, aber die haben sie noch nicht. Also es ist noch nicht so wild. Komm mal alle raus, was soll's. Na, gucken wir mal weiter. Ich kann eh froh sein, dass noch alle leben. Wenn jetzt ein paar draufgehen, ist es okay. Rechne ich fast mit. Alter, ein Critical, das ist nicht super ärgerlich gewesen. Da ist noch ein bisschen Friendly Fire dabei, der Zombie wurde auch getroffen. Au. Schmerzhafte Runde. Ja, das ist die erste Down. Rain ist down gegangen, wegen dem Gift. Sie wurde von Hellpollen auch vergiftet. Hat ihr den Rest gegeben. Aber ich dachte ja schon, wir werden hier Leute verlieren jetzt in der Stage. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist nicht schlimm oder so. Übrigens, sie kann jetzt auch mega Eis wirken. Das liegt daran, sie hat wahrscheinlich damals Lara erschaffen. Also wenn eine Meisterin, also der Meister, neben seinem Schüler steht, dann kann der Meister die Skills von dem Schüler benutzen. Bringt natürlich jetzt nichts, aber theoretisch könnte ich mir jetzt auch Eis zaubern. Wobei, sie hat relativ viel Intelligenz. Aber da müsste schon jemand Eisschwäche haben. Und das haben sie nicht. Daher lohnt sich das auch nicht. Ja, denen geht's allen noch viel zu gut, habe ich gehört. Die müsste ich jetzt killen können. Ich kann ja über die ganzen Gewimmel hier nicht viel sehen mehr, aber gut. Er lebt auf jeden Fall noch, das ist schon mal gut. Okay, warte mal. Du greifst an und dann machst du bitte deinen Triple Strike in die Richtung. Bist du fürs Ende vom Beastmaster? Ich Quatsch, war der Anführer, ne? Au. Das war ja der Anführer. Der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten. Okay, ich heile mal spezifisch jetzt den Frog und Rosa, Lin. Ich will keinen Anführer killen. Können wir auf jeden Fall jetzt machen. Das war jetzt sogar schon dank Critical. Kann sie es ja machen, okay. Das war's, ne? Mehr Aktionen habe ich nicht mehr. Wir haben heute mal richtige Kampffolge gehabt. Richtig schwer kampflastig mit der Itemwelt. Aber dass sie nicht die Itemwelt auch in der Regel später rausnehmen, weil ne, man macht das öfter mal, um Items zu verbessern. Man kann ja, wie gesagt, auch diese Residence, haben wir es hier noch gar nicht gesehen. In Itemwelten gibt es halt Leute. Diesen haben gelbe AP-Balken. Wenn man die killt, sind die Residents in einem Item. Die kann man auch vorher immer sehen. Dann kann man die ja danach frei verlegen in andere Items. Und so kann man ja... Diese Residents erhöht ja immer gewisse Statuswerte bei Items. Auch wenn sie schon gar nicht befreit sind. Aber so könnte sie halt die Statuswerte, die ja in einigen Waffen drin stecken, diese Extra-Werte, umpacken in andere Waffen, um die zu optimieren. Das ist halt... Kann man machen, muss man nicht. Kann man machen. Habe ich im ersten Teil ein bisschen mehr mal gemacht beim Let's Play, als ich es jemals zuvor gemacht habe. Und das war schon sehr effizient. Aber dann müsste ich so auf Item-Welten mit euch zusammen machen. Das ist Blödsinn. Also gar nicht so schlecht, wenn ich ein bisschen für mich spielen kann zwischendurch. Dann habe ich wenigstens was zu tun, ohne immer nur aufzunehmen. Also ist das schon in Ordnung. Er könnte noch einmal heilen, ehrlich gesagt. Immerhin. Immerhin, sag ich dir. So, komm, was schaffen wir? Irgendwie schaffen wir das schon. Yeah.
Oh, er hat Attacke gelernt. Hat gesehen. Irgendwas mit Poison. Hat eh kein Mana mehr dafür. Andermal. Ein andermal. Er lebt leider noch. Ah, das könnte einen Doppel-Counter geben. Ja. Dann sind wir den schon mal los. Er müsste den Zombie auch killen können, oder? Ja, wobei, nee. Wird besser beide angreifen, wenn es auf jeden Fall down. Ja, war besser. Das sind immer noch ziemlich viele. Aber wir haben noch nicht verloren. Also ich gehe noch nicht auf. Ich gehe immer noch davon aus, wir werden mehr Verluste machen. Aber das ist schon in Ordnung. Da muss man auch mit leben können. Was? Hast du sie gemisst oder was? Hä? Warum hat das da kein Damage mehr gemacht? Oder macht das beim letzten Punkt kein Damage mehr? Das würde mich jetzt ein bisschen überraschen, ehrlich gesagt. Naja, gut. Ja, für Wilke sieht schlecht aus. Und wahrscheinlich jetzt drauf gehen, aber ist okay, wie gesagt. Die haben alle genug geleistet, haben auch genug Erfahrung bekommen, ja. Ne, keiner greift ihn an. Vielleicht. Ich habe ihn noch in Sicherheit gebracht. Und ihm würde ich die extra Erfahrung besonders noch gönnen, weil er das nächste Level hat, ne? Das wäre irgendwie schon ganz nett. Und noch ein bisschen mehr bekäme. Da sind noch so viele, da hinten immer welche, ey. Der letzten Stage ist nur noch extra hart, ne? Okay, da zieht auch kein Mana mehr. Was wir jetzt zusammenrücken hier, komm. Ist gerade irgendjemand von uns auf dem roten Feld? Dann will ich das rote Feld einfach mal wegdonnern. Ich glaube nicht, ne? Dann hauen wir das mal eben weg. Ich hoffe, ich mache damit keine größere Kettenreaktion als geplant. Ich krieg's gar nicht erst down, hat sich erledigt. Wow, das Ding hat ganz gut überlebt mit 4 HP. Mist. Doof. Ein bisschen doof. Hier, Poison. Poison, Poison. Attack, it's Poison. Okay. Eine Giftattacke, cool. Ja, das reicht alles nicht. Das war eine schwache Runde von mir jetzt. Leider. Kann sie nochmal heilen? Das wäre sehr begrüßenswert. Ja, kann sie. Immer noch gut Mana. Könnte ich euch beide nochmal heilen hier. Da ist noch der Typ. Der muss auch gelegt werden. Der ist fast tot, der Geist. Da reicht ein normaler Schuss. Und du hilfst hier. Und mehr geht sowieso nicht mehr. Nein! Er war vorher zu sehen, ne? Hab ich ja schon gesagt. Aber halt so will. Hauptsache, wir gewinnen hat. Okay. Zerstörer, das ist nicht mehr. Lohnt sich eh nicht. Sparen wir uns. Hier eben heilen. Nice, Crit. Das war's für den. Au. Wir brauchen noch einen Angriff, um ihn zu machen. Bisschen extra Bewegung.
Ah, erschöpfend. Ein bisschen erschöpfend, so eine Itemwelt, ne? Ich habe mich immer, ob man die Itemwelt nicht hätte irgendwie anders gestalten können. Weil, wie gesagt, wenn man das so häufig macht und immer wieder 10 Stages macht, das ist halt echt schon sehr ermüdend. Ne? Finde ich zumindest immer. Klar, wenn man nichts gegen endloses Fighten hat und das Spiel einem auch gameplay-technisch so viel Spaß bereitet, dass man das endlos machen kann, das ist wahrscheinlich egal, aber ein bisschen trocken kann das auf Dauer werden. Da frage ich mich immer, ob vielleicht irgendwie 1, 2, 3 Stages so besser gewesen wären, als jedes Mal solche 10er Batzen. Man muss die zwar nicht alle machen, aber man weiß, wovon ich rede, denke ich. Ist down, sehr schön. Dann kannst du eigentlich hier noch angreifen. Nicht rauslaufen, das wäre doof. Schon mal anpoken. Kannst du mal eben kurz den gehaltenen Hickey liften? Auch in die Front damit. Oh wow, der Speer von Miri kann Gegner anscheinend paralysieren. Ja, ich wollte sagen, ich kann sie treffen, oder? Eine Runde noch, dann haben wir es geschafft. Mal sicher gehen hier, so. Und dann nur noch er hier. Critical, nice. Das war's. Ich sehe, wenn man das nämlich macht, kriegt man auf jeden Fall immer Mr. Gensley Exit. Das ist viel Kohle nochmal. Eine Laser-Rifle, vielleicht eine neue Waffe für Rosalind. Advancing to Innocent Town. Ja, wenn ihr 10 Stages geschafft habt, kommt ihr hierher. Ihr könnt die meisten Schatztruhe öffnen, okay. Nehmen wir mit. Mit Leuten quatschen könnt ihr auch. Ihr könnt euch auch heilen hier. Also wenn ihr die Itemwelt jetzt weitermachen wollt, könnt ihr euch auch heilen. Aber das wollen wir auf keinen Fall. Heilen können wir uns aber. Und ein Price. Neue Muscles. Ist ein Prism Ranger. Prism Indigo. I need to go home. My wife is going to be mad at me. Okay. Ja, wir gehen auch nach Hause. Would you like to return to the item world? Escape from the item world. Ganz wichtig. Wir wollen nicht return. So, Item General besiegt. Ein bisschen Unfug, weil das Item natürlich nicht ausrüstbar ist, noch keine Effekte hat. Aber jetzt haben wir es trotzdem gelevelt. Aber es war für uns gut. Wir haben nicht gute Erfahrungen bekommen. Sind wesentlich stärker geworden. Und haben extrem viel Kohle rausbekommen, ne? 26.000, Alter. Ludo ist auch Level 10 mittlerweile. Alle anderen sind schon richtig hoch. Das ist schon wirklich nice. Wir könnten eigentlich bald mal vielleicht sogar wieder teurere Sachen anfordern. Wir versuchen genau das jetzt nochmal. Ja, die Folge wird ein bisschen lang, ne? Ich merke das schon. Was? All the senators have caught a cold, so the assembly is closed for today. Ah, ich muss wahrscheinlich jetzt erst mit dem Tutorial weitermachen, wegen diesem Felony-Kram. Dann lassen wir das erstmal sein für heute. Dann machen wir dann in Ruhe beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann und bye bye.